Hi, ich bin Niklas Kosso, Bereichsleiter für Smart City und Verwaltungsinnovation beim City Lab Berlin und ich stehe hier mit Jasmin Wiefek, Transformationsforscherin an der TU Berlin. Jasmin, heute ist ja die gemeinsame Digital Berlin Jahreskonferenz. Was führt dich denn her und was verbindet dich mit GDB? Ja, ich habe die Einladung bekommen von Gemeinsam Digital Berlin, heute hier auf dem Podium zu sprechen zum Thema Wirkung. Und ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich hatte nämlich bisher noch gar keine Kontakte und Kontaktpunkte zu Gemeinsam Digital Berlin, habe mich dann aber sehr gefreut und mir die Strategie auch nochmal genauer angeguckt und gesehen, dass es doch viele Überschneidungen zu meiner Arbeit, die ich gerade verfolge, aktuell gibt. Ich bin nämlich im Bereich der Forschung zu Wirkung von transdisziplinärer Forschung gerade unterwegs, also versuche zu gucken, wie man Wirkungen von komplexen Projekten, in denen Akteure aus der Praxis zusammen mit Wissenschaftlerinnen versuchen, Lösungen zu finden zu den Herausforderungen unserer Zeit. Und das ist hier bei der Strategie, bei den Maßnahmen, bei den Projekten ja auch so, dass es dieses große interdisziplinäre Zusammenarbeiten gibt. Und gerade bei der Gruppenarbeit habe ich auch schon gemerkt, dass die Herausforderungen, die die Menschen dort beschreiben, die sie haben, sehr ähnlich sind zu den Herausforderungen, die wir auch haben. Also vor allem, wenn es um die Wirkungserfassung geht. Welche Ansätze eignen sich denn am besten zur Messung von Wirkung? Ja, das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Wir hatten es auch gerade nochmal auf dem Panel. In unserem Projekt, wo ich gerade arbeite, versuchen wir sehr viel mit qualitativen Ansätzen zu arbeiten. Also es ist sehr schwierig, quantitative Daten zu erheben in dem Projekt, in dem ich bin, um wirklich Wirkungen nachzuweisen oder zu erfassen. Und wir versuchen gerade eher plausible Wirkungsgeschichten zu erzählen, also zu sagen, okay, wir nehmen an oder können jetzt auch schon beobachten in einem gewissen Sinne, dass die und die Wirkung da sind. Das sind dann vor allem Lernprozesse oder Netzwerkeffekte, von denen wir auch plausibel sagen können, die finden jetzt statt, aber ich kann da jetzt, also oder es macht vielleicht auch wenig Sinn, so quantitative Daten zu nennen. Also ich kann schon sagen, wir hatten so und so viele Veranstaltungen, da sind so und so viele Menschen gekommen, aber ist das jetzt die Info, die man haben will oder macht es mehr Sinn, dann wirklich auch zu erzählen, ja, bei dieser Veranstaltung sind die Akteure gekommen und ich habe gesehen, die haben sich danach nochmal getroffen oder sie berichten mir, dass sie im intensiveren Austausch sind. Und dann in diesen Wirkungsfaden versuchen wir dann plausibel zu erklären, unter der Annahme, dass bestimmte Kontextfaktoren noch eine Rolle spielen, dass andere Akteure auch noch mit reinwirken, werden sich wahrscheinlich die und die weiteren Wirkungen ergeben. Ich fand den Punkt von Vivian Behnert auf dem Plenum aber auch total sinnvoll und klug zu sagen, manchmal macht es aber auch sehr viel Sinn, mit quantitativen Daten zu arbeiten. Also es ist einfach sehr projektspezifisch und ich glaube, oft ist auch eine Kombination aus beiden dann einfach sinnvoll. Du sagst ja, du arbeitest auch mit so transformativen Projekten und mit Innovationen und mit Projekten, die Sachen eben Veränderungen anstoßen. Wie können wir denn sicherstellen, dass nicht nur kurzfristige Ergebnisse erzielt werden, sondern auch nachhaltige Veränderungen wirklich angestoßen wird? Ja, ich glaube, zwei Aspekte sind da wichtig. Das eine, dass wir verstehen, dass Projekte oft scheitern, weil das Zwischenmenschliche in den Projekten nicht funktioniert. Also Projekte sind nicht nur komplex, weil die Themen komplex sind, sondern weil unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen mit unterschiedlichsten Anspruchserwartungen, Haltungen, Werten da zusammenkommen und die Kommunikation nicht klappt oder man kein Vertrauen zueinander aufbaut oder weil man das Gefühl hat, man wird nicht gesehen oder man kann sich gar nicht wirklich einbringen. Und ich denke, es hilft total, sich diese Aspekte anzugucken und sich auch die Zeit zu nehmen, die anzugehen, falls es da Probleme gibt. Genau, das weiß man aus der transdisziplinären Forschung, dass wenn man wirklich auf diese Prozessqualitäten achtet, der Output dieser Projekte besser ist. Und der zweite Punkt ist, dass es Sinn macht, das hatten wir auch gerade an unserem Tisch, man muss eigentlich den Transfer und was man erwartet, wie das Projekt oder die Maßnahme, wenn die konkrete Arbeit an diesem Projekt oder der Maßnahme aufhört, mitgedacht wird, wie diese Maßnahme oder die Wirkungen dieser Maßnahme auch nach dem Projekt weiter fortbestehen können und den Weg dafür schon in der Projektlaufzeit zu ebnen und mitzudenken. Wer wird das nachher übernehmen? Kann ich mit der Person oder den Personen jetzt schon sprechen? Kann ich die darauf vorbereiten? Kann ich die Maßnahmen auch so bauen, dass es für die nachher Sinn macht, damit zu arbeiten und nicht nur jetzt in meinem Pilotprojekt das sinnvoll erscheint? Und ich glaube, das sind zwei gute Punkte. Ja, das sind auf jeden Fall auch die Themen, an denen wir im City Lab Berlin arbeiten. Deswegen total spannend. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du heute dabei bist bei der GDB-Jahreskonferenz. Danke für die Einladung.